Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Kanal-Info-Video im März 2016. Es gibt ein paar Neuerungen und die möchte ich hier an dieser Stelle einfach mal für alle ankündigen. So als, sagen wir mal, als Allround-Video. Ich habe ja immer mal so ein paar Kleinigkeiten schon erwähnt. Moment, ich mache immer ein bisschen nebenbei meinen Kram. Das und das. Immer mal erwähnt in den Let's Plays schon. Aber ich weiß, dass nicht jeder die Let's Plays guckt, der auf meinem Kanal ist. Und deswegen hier nochmal für alle jetzt quasi ein super Video, wo alles nochmal kurz erwähnt ist. Ich habe mir leider nicht aufgeschrieben, was ich alles erzählen wollte. Mir fällt es hoffentlich, während ich das hier mache, alles wieder ein. Auf jeden Fall, das habe ich schon mal erwähnt, ist es so, dass ich bei mir die Videotitel bearbeitet habe. Also sagen wir mal generell Thema Kanalstruktur. Mir gefiel es nicht, dass bei mir im Kanal die Videos so ein bisschen unstrukturiert waren teilweise. Und deswegen habe ich jetzt einfach eine klare Linie drin. Ich hoffe, das gefällt euch so. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob das so passt. Also mir persönlich gefällt es sehr, sehr gut. Wir haben jetzt also diverse Playlists, neue Playlists. Wir hatten ja vorher nur zwei, nämlich Musik und Gaming. Und das habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Das Problem ist, die Musik-Playlist könnte man sogar lassen. Aber die Gaming-Playlist ist halt Mist, weil ich will nicht alles in eine Playlist reinwurscheln. Das ist totaler Quatsch. Das heißt, die ist, ich glaube, die ist noch da. Da ist auch wirklich alles an Games sortiert, nach Upload-Datum drin. Könnt ihr also reingucken. Ich habe aber auch die Games nach Games quasi nochmal sortiert, um das mal so zu sagen. Ne? Das heißt, es gibt also eine Playlist für die WoW Iron Man Challenge, für Star Wars, es gibt eine für... Na, wie heißt Space Engineers und auch natürlich für folgende Games, die ja jetzt bald noch kommen, wird es also jeweils eine eigene Playlist geben, so wie sich das auch gehört. Gleiches Spielchen haben wir beim Thema Musik, das heißt, es gibt eine Playlist, wo die ganze Musik drin steckt, in einem Haufen quasi. Und dann habe ich allerdings eine Linie gezogen. Ich habe getrennt die WoW-Songs von eigenen Songs und dann nochmal von Cover-Songs. Das heißt... Um das mal ganz einfach zu erklären, ein WoW-Song fängt normalerweise mit dem Titel WoW-Song an, ne, ist ja logisch, und da geht es halt nur um WoW. Dann gibt es Cover-Songs, das sind halt wirklich Cover-Songs, ne, also zum Beispiel eine Leiche von Sido oder so. Das ist in einer extra Playlist drin, weil ich auch weiß, dass einige gerne die Cover-Songs sich anhören, aber nicht die WoW-Songs hören wollen. Das heißt, habt das jetzt leichter und hübscher. Könnt jetzt speziell also in den Playlists stöbern und euch das raussuchen, was euch wirklich gefällt und müsst ich euch 1000 Jahre lang durchscrollen. Das ist auch für mich angenehmer, auch dann später für die Bearbeitung. Dann gibt es noch den Part, alle Musik, da ist dann alles drin. Da sind dann auch noch so ein paar Sachen drin, so eigene Geschichten. Sowas wie Bangsterville oder... Ja, wo halt zwar das Instrumental mehr oder weniger nicht natürlich von mir stammt, teilweise aber auch von mir stammt, aber der Text komplett anders ist. Das ist ja kein direktes Cover, aber auch eben kein WoW-Song. Das ist in der Extra-Playlist auch nochmal drin. So. Das wäre der Bereich Playlist. Jetzt muss ich mal nachdenken. Was haben wir denn noch gemacht? Ach ja, genau. Wir haben, also ich habe Folgendes noch gemacht. Ich habe den Kanal insgesamt aufgehüpft. Genau. Ich habe ihn aufgehüpft, da bin ich draufgehüpft und dann war er weg. Nein, ich habe ihn aufgehübscht. Das sieht man, wenn man den Kanal sich mal so anguckt, in der normalen Kanalübersicht. Da habt ihr jetzt direkt auf der Startseite eine, wie ich finde, sehr hübsche Übersicht mit einem empfohlenen Video, was ich euch quasi, sagen wir mal so, ans Herz lege. Was halt neu ist, was ich auch selber ganz geil finde und was einfach so ein bisschen authentisch ist. Bei authentisch ist das falsche Wort, sagen wir einfach mal, was jeder mal angeguckt haben sollte, wenn er bei mir Abonnent ist oder eben auch noch nicht Abonnent ist, ne? So, das ist quasi als erstes drin. Dann habt ihr diverse Einblendungen dort zu den Videos, zu aktuellen Playlists, zu den aktuellen Let's Plays. Ihr habt ein paar drin, wo alle Videos sind schön sortiert, vom neuesten zum ältesten hin. Ihr habt die WoW-Songs dort aufgelistet und so weiter. Also es sieht eigentlich sehr, sehr ordentlich aus, wie sich es eben auch gehört. Ne, das war ja vorher anders, da war nur rein der Part Uploads drin. So, das ist jetzt also Geschichte. Jetzt ist es richtig schicki-micki sortiert. Und da könnt ihr euch reingucken und dies und jenes und pipapo, wie ihr Lust habt. So, das wäre das. Dann, wichtiges Thema, Videotext habe ich auch komplett überarbeitet, um einfach...
dafür zu sorgen, dass, wenn ihr jetzt zum Beispiel, was weiß ich, einen WoW-Song von mir hört, als Beispiel, ne, dass dann rechts oben nicht irgendwas anderes auf einmal kommt in der Auswahl, sondern dass dann wirklich auch weitere WoW-Songs kommen. Weil sonst ist es immer nervig, dann muss man zurückgehen und muss dann wieder einzeln raussuchen. Und jetzt soll das aber vernünftig aussehen. Ich habe mir das angeguckt, ich finde, das passt soweit. Ne, wenn es da Probleme gibt, dann schreibt mir das, dann können wir da sicherlich nochmal was ändern. Aber ich glaube, jetzt ist es in Ordnung. Das wäre das. Dann haben wir natürlich noch den Bereich Beschreibung, Videobeschreibung. Ich hatte bisher immer eine Allround-Beschreibung. Oder anders gesagt, ganz früh hatte ich gar keine Beschreibung drin. Das ist natürlich Blödsinn. Dann habe ich mir überlegt, ich mache eine Allround-Beschreibung, die ich in alle Videos reinklatsche. Das war auch nicht schlecht. Problem ist, es ist nicht sehr spezifisch. Und das wollte ich gerne ändern. Das habe ich jetzt auch getan. Ihr habt jetzt in allen Videos eine eigene Beschreibung zu dem Video. Also, naja, nicht direkt, sondern es ist schon noch ein bisschen sortiert. Also, zum Beispiel in der WoW Iron Man Challenge vom Hexenmeister, die aktuell noch läuft, habt ihr eine spezielle Beschreibung, die nur für die WoW Iron Man Challenge Hexenmeister zutreffend ist. Da ist die Homepage drin, da ist ein Link zur Iron Man Challenge selber drin, zur Playlist, die dazu gehört von mir und noch ein bisschen anderen Kram. Und natürlich auch der, sagen wir mal, der allgemeine Kram wie Facebook und die YouTube-Kanal-Verlinkungen und die Abonnieren-Verlinkungen und so weiter und so fort. Das kennt man ja. Ne? Also schön strukturiert und passend zum Video eine Beschreibung, so wie sie es auch gehört. So, ich denke, da haben wir alles abgehakt, was den Kanal jetzt betrifft. Ich habe noch ein paar alte Videos gelöscht, die doppelt waren. Das sollte auch passen. Weil doppelt gemobbelt ist ja relativ zwecklos, ne? Warte mal. Dann nehme ich EP hier für die scheiß Anhänger. Das da und das da. Immer über 80%, dann läuft das auch. So. 100, ja, komm, du auch noch. Und das auch noch. Und das auch noch. So. Dann vielleicht noch ein paar kleine Infos. Wie ich jetzt generell das handhabe. Also, von der Kanalstruktur, von der Upload-Struktur vor allem. Es wird so sein, dass jetzt weiterhin, das mache ich ja schon eine ganze Weile, ich sage das jetzt einfach nochmal dazu, es wird jeden Tag von jedem Let's Play eine Folge kommen. Aktuell läuft ja die Iron Man Challenge vom Hexenmeister und das Space Engineers Let's Play. Dann kommt jetzt im Laufe der Woche noch ein neues Let's Play dazu. Da habe ich schon ein paar kleine Hinweise zu gegeben in, glaube ich, der letzten Space Engineers Folge. Aber wie gesagt, das werdet ihr dann sehen, wenn es dann kommt. Ich verrate noch nicht, was es ist, aber vielleicht kann sich das eine oder andere schon denken. So. Ankündigungen erfolgen wie üblich auf Facebook, weil ich keine Homepage habe und ich das auch aktuell noch nicht für wirklich sinnvoll halte. Wenn ihr gerne eine Homepage haben wollt, dann schreibt mir das, aber ich glaube, Facebook reicht da erstmal zu. Vielleicht kommen wir später mal dahin, dass wir eine Homepage brauchen, wo es dann noch ein bisschen hübscher ist als auf Facebook, weil es ist eben alles so ein bisschen begrenzt, was man auf Facebook machen kann. Aber für das, was wir aktuell brauchen, reicht Facebook dicke zu. Ne? Wie gewohnt könnt ihr mir Nachrichten auf Facebook schreiben, ich schreibe dann auch zurück, versprochen. Oder eben in YouTube in den Kommentaren, so wie üblich, ne? Ganz einfach. YouTube-Nachrichten wiederum sind immer so ein bisschen schwierig, aber geht zur Not auch. Gut, was haben wir sonst noch zu erzählen? Ja, ansonsten, wenn ihr irgendwelche Vorschläge, Wünsche, offene Fragen, pipapo habt, immer rein damit in die Kommentare oder eben schreiben. Dann kümmern wir uns drum und machen was Feines draus. Spielevorschläge oder auch WoW-Song-Vorschläge, wenn ihr ein cooles Instrumental habt, wenn ihr eine coole Idee habt, immer her damit. Ich habe auch selber Ideen, also ich brauche jetzt nicht zwingend da Input, aber wenn da jemand eine richtig coole Idee hat, dann soll er nicht damit hinterm Berg halten. Dann machen wir bestimmt was Cooles draus, wenn es nett ist, ne? So, genau. Ansonsten würde ich mich gerne an dieser Stelle einfach mal bei allen bedanken, die bisher schon den Kanal abonniert haben, die hier regelmäßig zugucken. Herzlichen Dank an euch. Das freut mich sehr, das macht mir Spaß. Und allen anderen, die jetzt das Video sehen und noch nicht dabei sind, kann ich ja ans Herz legen, guckt mal rein. Vielleicht gefällt es euch ja, wenn nicht, ist auch kein Problem. Ich bin ja, wie gesagt, für Vorschläge offen. Und ich würde mich freuen, wenn alle weiterhin dabei bleiben, wenn wir weiterhin unsere Games zocken können, ein bisschen Musik machen
und einfach Spaß an der ganzen Geschichte haben. Das ist die Hauptsache, Spaß overall und Gold in WoW natürlich sowieso overall. Guck mal, ich habe den Krieger, ne? Pass mal auf, ich habe bei dem Krieger vor 3 Monaten angefangen mit der Garnison. Habe ich von null aufgebaut quasi und habe jetzt 18.000 Gold gemacht. Das ist jetzt nicht so viel, aber eben nur über den komischen Tisch hier. Für einmal einloggen und ein bisschen rumklicken, 18.000 Gold. So kann man sich auch seine Kohle auf einen neuen Realm quasi oder auf einer anderen Fraktionsseite in dem Fall hochpushen, ne? Gar nicht mal so übel. Okay, gut, das soll es auch damit gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das kleine Kanal-Info-Video. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in den nächsten Aufnahmen der Let's Plays oder in den nächsten WoW-Songs oder Cover-Songs und was weiß ich, was da alles noch so kommt. Also, mach's gut, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.